Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, vielleicht etwas ungewohnt, heute am Donnerstagmorgen um 9 Uhr begrüße ich Sie ganz herzlich zum nächsten E-Academy bei Meteco Webseminar. Und bevor wir starten, Sie kennen das sicherlich, einmal kurz ein Soundcheck, damit ich sicher gehen kann, dass Sie mich auch gut verstehen können. Öffnen Sie dafür doch einfach mal das GoToWebinar-Bedienpanel. Sie finden da ein Feld, das heißt Fragen. Kleines weißes Dreieck auf der linken Seite. Einfach mal anklicken, dann ploppt das so ein bisschen nach unten auf. Und da würde ich gerne einmal wissen, von wo aus Sie uns denn heute zusehen. Einfach mal kurz die Stadt reinschreiben, dann kann ich mal sehen, okay, Sie können mich gut verstehen. Und gleichzeitig kann ich dann natürlich auch mal gucken, wen wir denn heute hier alles zu Gast haben. Husum, Bottrop, Vechta, Dülmen, Münster, Berlin, Bonn. Ja, wunderbar, deutschlandweit vertreten. Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Rückmeldungen. Und ja, Aurich aus Friesland, das muss natürlich auch noch erwähnt werden. Also ja, wir sind auch oben in Deutschland vertreten, wunderbar. Und dann würde ich sagen, stelle ich Ihnen einmal heute unsere beiden Referenten vor von der Firma Eltargo. Das sind einmal der Herr Krause und einmal der Herr Otte. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Guten Morgen. Morgen. Ja, bevor das Feld gleich Ihnen gehört, noch drei Hinweise von meiner Seite. Die beiden Kolleginnen haben freundlicherweise Unterlagen bereitgestellt. Die finden Sie unter dem Feld Unterlagen. Gerne herunterladen, ist so ein bisschen Begleitliteratur. Kann nicht schaden, sind auch die Kontaktdaten der Firma Eltargo dabei. Und nutzen Sie die Gelegenheit, da im Nachgang dann auch mal in Kontakt zu treten, falls Sie da noch weitere Informationen benötigen. Ja, das Fragenfenster haben Sie schon kennengelernt. Im Laufe der Veranstaltung wird das wichtig, nämlich immer dann, wenn Sie eine Frage haben. Scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie die Frage gerne in das Fenster hinein. Die kommt dann anonym bei mir an und wir werden dann am Ende dem Herrn Krause und dem Herrn Otte ein kleines Q&A veranstalten. Wenn der Vortrag rum ist, werden alle Fragen beantwortet und deswegen nutzen Sie wirklich die Gelegenheit, falls Sie was nicht verstanden haben, falls Sie gerne noch mal etwas genauer wissen möchten und ja, schreiben Sie in das Fragenfenster hinein. Letzter Hinweis von meiner Seite. Das Webinar wird wie alle unsere Webinare aufgezeichnet. Sie finden das im Nachgang auf unserer Homepage eacademy.meteco.de. Da können Sie das gerne dann nochmal ansehen oder den Kolleginnen und Kollegen Bescheid sagen, die heute krankheitsbedingt oder vielleicht auch urlaubsbedingt nicht live dabei sein konnten. Ja, so viel von meiner Vorrede. Jetzt würde ich sagen, Herr Krause, Herr Otte, die Bühne gehört Ihnen. Ich schalte mich raus und melde mich dann später wieder zur Fragerunde. Ja, herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Wir dürfen heute so einige Themen aus dem Zählerbereich referieren und haben da mal so drei unterschiedliche ja, Teile aus diesem Bereich rausgefiltert, um das heute so ein wenig näher zu bringen. Was kann man mit Zählern eigentlich alles machen und was bieten wir dort alles an? Was gibt es da aktuell für Geschäftsfelder, für Geschäftsmöglichkeiten? Mein Name ist Michael Otte. Ich bin in der Region Nordrhein-Westfalen Nord und Niedersachsen West unterwegs für die Firma Eltargo. Und dann denke ich, starten wir jetzt in unsere Präsentation. Ja, zum einen fangen wir heute mal an mit dem Thema KfW Effizienzhaus 40 Plus. Das ist ein Thema, was sich eigentlich so ein wenig spezialisiert aus dem Bereich des Mieterstrommodells. Und zwar geht es da natürlich dann auch um Fördermodelle der KfW. Und für diese Fördermodelle muss man natürlich einige Features auch erfüllen, um dann dementsprechend diese Fördergelder auch beziehen zu dürfen. Und da haben wir mal ein bisschen zusammengestellt. In der etwas vereinfachten Form sind diese Mieterstrommodelle dann natürlich auch möglich, ohne dass man alles Mögliche ja, kommen wir gleich noch etwas genauer drauf, aber ohne dass man so viel dort hineinstecken muss, auch an Dingen, die die KfW dort einfach fordert, um diese Dinge dann zu fördern. Ein wesentliches Element ist einfach tatsächlich dabei, dass man sowohl die Stromerzeugung über eine PV-Anlage, wenn man jetzt mal so ein Mehrfamilienhaus sieht, dort dann über ein Benutzerinterface visualisiert, wie natürlich auch den Stromverbrauch der einzelnen Wohnpartei. Und diese Mindestanforderung der Visualisierung findet einfach darüber statt, dass man sagt, sie muss laut KfW-Fördergesetz außerhalb
der Verteilung stattfinden. Das bedeutet, es bringt mir am Ende gar nichts, wenn ich den Zwischenzähler der einzelnen Wohnparteien in die Unterverteilung der Wohnung einbringe. Erstmal muss ich regelmäßig dann in die Wohnpartei rein, um den Zähler abzulesen. Und zweitens ist halt das nicht ausreichend für die Förderfähigkeit über die KfW 40+. Wir bieten dort einige Möglichkeiten, zum Beispiel unsere Funk-Energieverbrauchsanzeige, wo man wirklich etliche Zähler einlernen kann. Dieses Gerät kann man wirklich dann außerhalb der Verteilung einbringen, unter Putzdose setzen und dann werden die Zähler in diesem Bereich per Funk eingelernt. Man braucht dort tatsächlich keine Busleitung oder irgendwas an der Stelle haben. Man kann wirklich dort die Zähler einlernen. Und es ist halt so, es muss tatsächlich dann der Verbrauchszähler und halt auch der Erzeugungszähler dort dargestellt werden. Wir bieten aber auch noch einige Möglichkeiten mehr in dem Bereich, dass man dort tatsächlich über Controller das Ganze, diese Zähler visualisieren kann und kann sie dann auch dem Kunden zur Verfügung stellen. Wir werden dort noch etwas genauer später dazu kommen, wie das funktioniert, aber hier auf der rechten Seite zum Beispiel unser Safe 4 Power Safe dargestellt. Dort wäre es in der Anwendung am Ende so, dass man in der Software einen QR-Code erzeugen kann. Wenn man den dann jeweils für die einzelnen Nutzer, den einzelnen QR-Code in die Unterverteilung kleben würde, könnte sich jeder Mieter dementsprechend unsere App runterladen, diesen QR-Code einscannen und würde dort die ihm freigegebenen Zähler tatsächlich einfach auf einem Tablet, auf einem Handy dargestellt bekommen. Das wäre für die Anforderung dieser KfW 40+ Geschichte absolut ausreichend. Und man hat es natürlich sehr einfach, selbst bei einem Mieterwechsel kann der neue Mieter sich diesen QR-Code aufscannen und hat alle Daten da. Ja, darüber hinaus ist es natürlich so, dass die KfW dort sagt, was die Anforderungen angeht. Sie haben dort eine Mindestanforderung. Das ist halt diese Visualisierung außerhalb der Verteilung. Das ist die PV-Anlage, die mit dazukommen muss. Und dann ist es in der Praxis so, dass der Vermieter, der Besitzer, über eine Wandlermessung zum Versorger der Mietparteien wird. Also das klassische Mieterstrommodell. Und über diese Anforderungen hinaus ist es natürlich möglich, weitere technische Geschichten im Haus, sei es Lichtschalten, sei es Heizungssteuerung, sei es Beschattung, alles auch über diese Visualisierung in den Bauten mit einzubringen, in den einzelnen Wohnparteien. Wenn dann diese App, wo man seine Zählerstände ablesen kann, es ist ja vom Grundsatz her, von der Technik in dem Augenblick alles vorhanden. Das heißt, das Ganze kann man auch dementsprechend um Beschattung, um die Heizungssteuerung, um die Lichtsteuerung ergänzen und die einzelnen Mieter könnten dort dann über unsere Geräte dementsprechend ihr Haus oder ihre Wohnung smart steuern. Hat ja auch einen gewissen Mehrwert. Ja, genau, das war eigentlich die Folie zu dem, was ich gerade schon gesagt habe. Also es ist tatsächlich so, über die Mindestanforderungen heraus kann man dort einfach viel, viel mehr noch machen. Ich sehe das Ganze über die App dann natürlich auch nicht nur, wenn ich mich zu Hause aufhalte, sondern kann das Ganze auch fernsteuern. Ja, dann haben wir das erste Thema, was wir dort so als Fokus hatten, eigentlich schon abgehandelt und kommen jetzt nochmal zu neuen Artikeln, die wir in diesem Jahr und teilweise auch im letzten Jahr schon ergänzt haben. Dort geht es um eine Änderung in der Gesetzesumlage des Energiesammelgesetzes. Und zwar ist es dort so, eine verpflichtende Drittmengenabgrenzung kommt ab dem kommenden Januar, ab dem kommenden 1.1. in diesem Energiesammelgesetz dazu. Hier kann man das schön sehen. Eigentlich sollte das schon zum 1. Januar diesen Jahres starten. Aufgrund der Pandemielage
hat die Bundesregierung dann tatsächlich am 28. Dezember letzten Jahres entschieden, das Ganze noch ein Jahr weiter nach hinten zu schieben, um auch dort den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, das alles soweit auch vorzubereiten und dafür auch Geräte vorzuhalten. Wofür geht es oder worum geht es in dieser verpflichtenden Drittmengenabgrenzung? Dort ist es tatsächlich so, es gibt Unternehmen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen von dem Zahlen der EEG-Umlage ausgenommen sind. Jetzt ist es aber am Ende des Tages so, dass in diesen EEG-Umlagebefreiten Unternehmen ja auch immer Dritte Strom beziehen. Das können ganz unterschiedliche Anwendungen sein. Das kann sein, dass dort in einem Industriebetrieb externe Firmen arbeiten. Es kann sein, dass dort oder es ist so, dass ja auch in diesen Bürogebäuden dieser Firmen dann Reinigungskräfte arbeiten. Das reicht aber auch schon, wenn dort von einem dritten Unternehmen irgendwo ein Kaffeeautomat oder ein Getränkeautomat oder ein Snackautomat aufgestellt ist. Alle diese Verbräuche müssen ab dem 01.01.2021 erfasst und dokumentiert werden. Und dafür braucht man natürlich Zähler. Und wir haben uns dort entschieden, die Zähler in einer mobilen Variante auf den Markt zu bringen, um das Ganze wirklich auch anwendungsfreundlich darzustellen. Ja, konkret bedeutet das natürlich für die Unternehmen, sie müssen sich in irgendeiner Art und Weise diese Ströme, diese Verbräuche erfassen. Die Dokumentationspflicht dieser erfassten Verbräuche liegt bei dem Unternehmen, was von der EEG-Umlage ausgenommen ist. Und dieses Unternehmen ist am Ende auch dafür zuständig, dass diese Differenz der EEG-Umlage an das Finanzamt abgeführt wird. Wie dann diese Differenz der EEG-Umlage zwischen dem EEG-Umlage ausgenommenen Unternehmen und dem Unternehmen, der dort als Drittmenge diese Verbräuche bezieht, untereinander abgerechnet wird, das steht in dem Gesetzestext nicht drin. Das müssen die Unternehmen dann unter sich klären. Und da ist es wirklich dann also auch an der Stelle das Kontrollgremium für diese ganze Nachhaltung, ob das auch alles erfasst worden ist, hat dort seitens der Bundesregierung das Finanzamt bekommen. Die werden dort also prüfen müssen, sind diese Verbräuche bei den EEG-Umlagebefreiten Unternehmen erfasst worden. Was ist so ein Energieumlage ausgenommenes Unternehmen? Das kann ganz divers unterschiedlich sein. Es gibt dort Verbrauchermärkte, die sich über einen Großteil oder über eine PV-Anlage den Großteil ihres Verbrauches selber erzeugen. Und die können sich dann, weil sie ja nur noch einen gewissen kleinen Anteil zusätzlich zukaufen müssen an Energie, können die sich von der EEG-Umlage ausnehmen lassen. Das können aber auch Unternehmen sein, die einfach einen wahnsinnig großen Energiebedarf haben, sei es irgendwelche Stahlunternehmen, Industrieunternehmen, die können sich auch dort dann mehr oder weniger als Subvention aus dieser EEG-Umlage ausblenden lassen. Und dort kennen wir das, deswegen hier zum Beispiel auch mal dargestellt, so ein Snackwagen, ein Grillwagen, wenn man als Beispiel bei so einem Verbrauchermarkt auf dem Hof kommt, um dort einfach mal ein praktisches Beispiel zu nennen, ist es durchaus so, dass dort 2-3 Mal die Woche irgendein Hähnchenwagen oder ein Currywurstwagen auf dem Hof steht, der sich dann dort an dem Verbrauchermarkt einsteckt. Und genau das sind diese Drittmengenabgrenzungen, die dann stattfinden müssen. Würde in der Praxis so aussehen, dass dann dieser Grillwagen sich dort in dem Markt anmeldet. Er muss sich dann ja sowieso dort irgendwo in die Steckdose einstecken und würde dann dort im besten Falle vom Verbrauchermarkt
einen solchen Zwischenzähler von uns bekommen, der dann einfach in der Zuleitung zwischengeschaltet wird. Genauso würde das dann laufen für die Unternehmen, die in irgendwelchen Bürogebäuden arbeiten, Reinigungskräfte, die dann dort tatsächlich die Zwischenzähler zwischen ihre Reinigungsgeräte mit zwischenstecken müssen. Und diese Verbräuche müssen grundsätzlich tagesaktuell erfasst werden. Und um dort tatsächlich das Ganze auch dann darlegen zu können, ist es halt erforderlich, dieses Ganze, diese Energiemengen wirklich, die müssen konkret zuzuordnen sein. Da müsste dann ein Betriebsleiter, ein Marktleiter tatsächlich eine Tabelle sich anlegen und muss das Ganze so dokumentieren, dass das Finanzamt dem Ganzen auch am Ende seinen Stempel aufdrückt und sagt, jawohl, das ist so konform. Ja, das sind die Geräte, die wir dazu entworfen haben. Gerade bei uns, bei der Firma Eltaco, wir sind ja seit Jahren, Jahrzehnten im Bereich der Zähler am Markt durchaus mit einem guten Namen unterwegs. Das heißt, die Geräte, die Technik, die kennen wir und haben dann in diesem Zuge gesagt, wir bauen diese Geschichten in robuste, wassergeschützte Gehäuse mit einem digitalen Display und versehen das Ganze dann direkt als Verlängerungskabel mit Stecker und Kupplung und haben dort die unterschiedlichen Varianten CEE 230 Volt, Schuko 230 Volt, wie wir sie hier dargestellt haben, haben das Ganze dann auch in der Variante mit einem PRCD-Schalter für diese beiden Geschichten. Man muss an der Stelle auch einfach mal sehen, ja, die Geräte sind jetzt da. Die finden am Ende des Tages natürlich nicht nur ihre Anwendung in dem Bereich der Drittmengenabgrenzung, sondern die finden im alltäglichen Gebrauch an ganz vielen Stellen ihre Anwendung. Sei es im Bereich des Camping, sei es im Bereich auch von Baustellen, wo dann vielleicht über irgendwelche Bauanschlusskästen dann doch weite Wege da sind, wo man dann mit Personenschutzschaltern dazwischen nochmal arbeiten möchte. Und genauso aber auch auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten oder sonst irgendwelchen Märkten, wo man dann natürlich auch ganz einfach dort sagen kann, Mensch, wir erfassen die Ströme und schauen einfach mal, was ist da passiert, können die Kilowattstunden dann mit den Marktbetrieben auch dementsprechend abrechnen. Und natürlich dann noch in der Variante mobile Stromzähler 400 Volt. In dem Bereich haben wir uns dazu entschieden, wirklich auch nur ein Gerät rauszubringen, da unsere Zähler sowieso mindestens die 32 Ampere Anforderung können, haben wir gesagt, wir bringen dieses Verlängerungskabel, diese Variante mit dem 32 Ampere Stecker raus, dann kann sie ganz universell eingesetzt werden. Und wer das Ganze dann für eine 16 Ampere benötigt, kann das Ganze dann entweder selbstständig gerne umbauen oder adaptieren. Dafür gibt es reichlich Artikel, die der Großhandel dafür hergibt. Ja, dann würde ich an dieser Stelle das Wort gerne an den Kollegen abgeben. Stefan? Ja, Michael, vielen Dank für das spannende Thema, für die Erklärung für das spannende Thema EEG-Umlage, Mieterstrommodelle und die mobilen Zähler. Wir haben aber eben neben den mobilen Zählern natürlich auch Drehstrom- und Wechselstromzähler für die Hutschienmontage. Wir haben hier mal eine kleine Übersicht. Unsere Zähler für die Hutschiene als Direktmessung, indirekte Messung, wie gesagt, Drehstrom, Wechselstrom und dann die verschiedenen Stromstärken, die wir hier anbieten. Unsere Zähler haben verschiedenste Schnittstellen. Der Standardzähler hat eine S0-Schnittstelle. Das bedeutet, der hat einen S0-Ausgang, den wir dann über eine Visualisierung oder ähnliches, das möchte ich Ihnen gleich ganz gerne zeigen, dann natürlich auch darstellen können. Dann gibt es die Möglichkeit,
neben dem S0-Zähler auch einen sogenannten RS485-Zähler. Der ist für unsere Baureihe 14, dass Sie den auch direkt in den Bus mit einbinden können. Hat den charmanten Vorteil, Sie brauchen kein Sammlermodul, wo Sie diese ganzen Zähler nochmal wieder separat einsammeln, um die Werte dann visualisieren zu können, sondern dieser Zähler sendet direkt seine Daten mit Seriennummer und so weiter in den Gebäudebus, in die Baureihe 14 hinein und dann können Sie dort entsprechend an einer entsprechenden Visualisierung oder wir haben ja auch die Energieverbrauchsanzeige, dort können die Daten dann ausgesendet werden und visualisiert werden. Ja, es gibt aber auch vorhandene Zähler, die wir bereits in unseren Gebäuden haben, die wir gerne mit einbinden möchten und möchten jetzt nicht noch zusätzlichen Zähler einfach nur dahinter bauen, um dann ja, die Werte irgendwie visualisieren zu können. Hier zum Beispiel ein Ferraris-Zähler. Hierfür haben wir auch einen Abtaster und mit diesem Abtaster kann man sogar den Ferraris-Zähler ein Stück weit auslesen. Wir müssen uns vorstellen, dahinter sitzt ein Riedkontakt und immer wenn die Scheibe sich entsprechend eine Umdrehung gedreht hat, bekommt der Abtaster einen Impuls und würde dann über die Impulsrate erkennen, okay, jetzt haben wir so und so viel Energie verbraucht. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wenn wir mal weiterschauen in dem ganzen Smart Metering Thema, wollen wir nicht groß weiter behandeln, aber ich wollte es nur sagen, dass wir es auch mit einbinden können, zum Beispiel auch Gaszähler. Hier gibt es zum Beispiel von Elzer Chromschröder so einen Abtaster, den man auch an den ganz normalen Gaszähler ansetzen kann, um dann diesen auch über einen S0-Sammler wiederum mit in meine Visualisierung einbetten kann. Ja, wie sieht das Ganze technisch aus? Wir haben unseren, wenn wir unsere Baureihe 14 betrachten, das heißt, wir möchten jetzt ganz gerne unsere Daten in irgendeiner Art und Weise visualisieren. Egal, ob es ein V-Butler ist, ein Safe ist von uns oder die Energieverbrauchsanzeige. Hier haben wir jetzt so ein Zähler-Sammler-Modul in der Mitte. Und vorne als erstes unser Funk-Antennen-Modul, welches die Daten dann über Funk ausgibt. Ganz rechts sehen wir die Zähler. Die Zähler schicken ihre Impulse über die Leitung an das Zähler-Sammler-Modul, an das F3Z14D. Hier wird dann die Impulsrate eingestellt und auch der Start-Zählerwert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zähler habe, der vielleicht schon, ich sag mal, 5000 Kilowattstunden auf der Uhr hat, wenn ich den jetzt visualisieren möchte, kann ich natürlich diesen Startwert auch dort eintragen, damit mir auch wirklich der richtige Wert des Zählers in meiner Visualisierung nachher angezeigt wird. An das Zähler-Sammler-Modul können wir drei Zähler anklemmen und das können natürlich auch unterschiedliche Zähler sein, wie eben schon gesehen, Wechselstromzähler, das kann aber auch ein Gaszähler sein oder auch ein Wasserzähler. Alle Geräte, die eine S0-Schnittstelle haben, können hier über das F3Z14D aufgenommen werden und dann würden die Telegramme über das FAM14 in den Bus ausgesendet. Neben der herkömmlichen Variante mit dem S0 haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel den vorhandenen EHZ auszulesen. Aber ganz wichtig, hier muss der Energieversorger bzw. der Messstellenbetreiber diese Schnittstelle auch freigeben. Das macht nicht jeder und dann gibt es auch noch unterschiedliche Protokolle, die dort freigeschaltet sind, welche die Zähler dann senden. Ganz wichtig, wir können verschiedene Protokolle mit unserem FSDG 14 aufnehmen und müsste man dann einfach eben Rücksprache mit dem Messstellenbetreiber halten, ob der Zähler dann entsprechend diese Daten sendet. Wie komme ich an die Daten ran? Wir sehen hier unseren EHZ und hier oben haben wir so einen optischen Abtaster auf der optischen Schnittstelle und dieser Abtaster bekommt die Informationen vom Zähler. In diesem Fall haben wir jetzt hier sogar einen Zweirichtungszähler, also einmal die Bezugsgröße und einmal die Einspeisegröße und diese beiden Daten mit Seriennummer übermittelt mir der Zähler optisch hier oben an den Abtaster und der Abtaster ist dann an das FSDG 14 angeschlossen und auch hier, genau wie wir es eben bei den S0-Zählern gesehen haben, werden dann die Daten intern im RS485-Bus an das FAM 14 weitergeleitet und dann wieder, wie gewohnt, rausgeschickt an die entsprechende Visualisierung, wie gesagt, Energieverbrauchsanzeige oder Handy-App oder wie auch immer der Kunde das haben möchte. Die Übertragung
vom FAM 14 erfolgt über Enocean Funk. Enocean ist ein weltweiter Standard. Da haben wir schon ganz, ganz viele Webinare drüber gehalten. Schauen Sie gerne auch bei uns auf dem YouTube-Channel zum Thema Enocean, was man da alles Schönes mit Enocean Funk machen kann. Das Telegramm, wenn es ausgesendet worden ist vom FAM 14, wird dann entsprechend von einem Empfänger einer Visualisierung empfangen. Das kann so ein USB-Dongle zum Beispiel sein für die GFOS Energy, die wir im Angebot haben. Das kann aber auch zum Beispiel der V-Butler sein, der dann die Daten visualisiert. Oder eben, wenn wir abrechnen wollen, und das ist ja auch ein Thema, welches wir heute noch so ein bisschen behandeln wollen, gibt es zum Beispiel unseren Safe bzw. Power Safe, den man dann auch für das Thema Abrechnung nutzen kann, der dann die Daten über eine Schnittstelle wiederum für Abrechnungssysteme zur Verfügung stellen kann. Kommen wir zu den einzelnen Visualisierungen. Als erstes möchte ich den V-Butler einmal kurz vorstellen. Wir haben hier also die Möglichkeit, wenn wir jetzt nur die Energie betrachten, natürlich können wir damit auch, wie Herr Otto vorhin schon gesagt hat, dann die Beleuchtung schalten, die Rollläden fahren, irgendwelche Automatismen hinterlegen, die Heizung steuern. Also ganz, ganz viele Anwendungen, die wir hier dann zusätzlich natürlich mit dabei haben, haben wir die Möglichkeit, Fernzugriff über Smartphone oder Tab, wo dann die App entsprechend installiert ist, dass ich mir das Ganze, wenn wir über die Energie sprechen, anschauen oder natürlich auch steuern können, wenn wir irgendwelche Verbraucher haben. Wir können eine Fernablesung darüber realisieren. Das heißt, wenn Sie die Zähler eingelernt haben, können wir natürlich in die App gehen und sagen, okay, Zähler 1 hat den Wert, Zähler 2 hat den Wert, Zähler 3 hat den Wert. Darüber könnte man eine einfache Abrechnung generieren. Und wenn Sie dann auch den Preis hinterlegt haben, für die Abrechnung ist natürlich auch hier eine Preisgestaltung mit drin. Das heißt, hier kann man dann sehen, in welchen Zeiträumen man was zu berechnen hat. So würde das Ganze in der App aussehen. Ich habe hier mal drei Screenshots in der App erstellt. Auf Tagbasis, in der Wochenbasis und auf der Monatsbasis. Wir sehen hier zum Beispiel der Live-Verbrauch hier jetzt ungefähr bei 8 kW. Und wenn wir hier vorne in den Tagbereich mal reingehen, dann sehen wir hier zum Beispiel eine Aufschlüsselung von dem Tag. Ist natürlich relativ viel, 60 Kilowattstunden, der Preis, der hinterlegt ist, darüber mit dem im Verhältnis zur Arbeit, zur elektrischen Arbeit ergibt sich dann die 15,22 Euro. Wenn wir jetzt hier auf die Wochenansicht gehen, die Woche startet immer bei Montag, sehen wir Montag, Dienstag, Mittwoch. 3 Tage haben wir Verbrauch gehabt, insgesamt an den 3 Tagen 145 Kilowattstunden und es wären entsprechend zu berechnen 36,63 Euro. Oder wenn wir dann noch weitergehen auf den Monat, Monat beginnt immer mit dem ersten Tag des Monats, sehen wir dann hier, haben wir 1423 Kilowattstunden verbraucht und das Ganze, oder hier wären dann 359,55 Euro entsprechend zu berechnen. Einfach fürs Gefühl auch nochmal, was ich ganz toll finde, dass wir hier zum Beispiel auch sehen, wie viel Kilogramm CO2 habe ich denn dadurch produziert. Man kann das Ganze natürlich auch umdrehen, wenn das eine Erzeugeranlage ist, weiß man natürlich auch, was habe ich denn eingespart. Kommen wir zum Safe mit der GFOS 4.0. Hier haben wir genauso wie auch beim V-Butler den Fernzugriff über Smartphone oder Tab. Neben dem Stromverbrauch können wir hier aber eben auch Gas und Wasser visualisieren. Wir können virtuelle Zähler anlegen. Das finde ich ganz spannend. Zum Beispiel nehmen wir das Einfamilienhaus. Wir haben eine PV-Anlage und ich habe natürlich meinen Netzanschluss mit Einspeisung bzw. Bezug und möchte jetzt meinen tatsächlichen Energieverbrauch wissen. Dann kann ich mir einen virtuellen Zähler generieren. Ich muss natürlich einmal wissen, wie viel erzeugt meine PV-Anlage gerade. Dann muss ich wissen, beziehe ich gerade aus dem öffentlichen Netz Energie oder speise ich ein? Und über diese drei Werte kann man dann einen virtuellen Zähler generieren, worüber ich meinen tatsächlichen aktuellen, momentanen Verbrauch mir anzeigen lassen kann. Und wenn ich diese Größen habe, dann könnte man auch sagen, okay, ich produziere meinetwegen 10 kW mit meiner PV-Anlage, ich speise 5 kW ein. Wir wissen, 5 kW ist gerade unser Eigenverbrauch. Ich könnte jetzt gezielt Verbraucher dazuschalten, um meinen Eigenverbrauch zu erhöhen.
ob es eine Heizpatrone im Warmwasserspeicher ist oder eine Ladesäule freigeben fürs Elektroauto oder. Da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Anwendungen, die man auch dann darüber realisieren könnte, über diese Zählerwerte. Das Thema Abrechnung. Wir können, und das haben wir auch schon sehr oft eingesetzt, CSV-Exporte realisieren. CSV-Export, den kann man sich in viele, oder das ist ein Exportformat, wo dann entsprechend die Zählerwerte drin stehen, und den können Sie in viele Abrechnungsprogramme auch direkt einlesen, dass Sie dann darüber auch eine Abrechnung stattfinden kann. Das kann man entweder sagen, ich möchte jeden Monat immer am 1. meine Abrechnung automatisch per E-Mail geschickt bekommen. Dann würde der Server mir jeden Monat zu der Zeit, an dem Tag, wenn ich es möchte, mir eine E-Mail schicken, wo dann die ganzen Zählerwerte entsprechend drinne stehen, und dann kann ich darüber eine Abrechnung generieren. Oder aber man kann auch Schaltflächen generieren, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Anwendung eines Campingplatzes denke. Wir haben einen Startzählerwert, wir haben einen Endzählerwert, und immer wenn ich auf diesen Knopf drücke, gibt es einen CSV-Export, und ich bekomme immer automatisch den Zählwert, wie er jetzt gerade momentan ist, und kann dann darüber meine Abrechnung für denjenigen, der Energie bezogen hat, bei mir abrechnen. Natürlich ist auch das Thema Fernablesung ein Punkt. Wir können also auch aus der Ferne auf das System natürlich zugreifen, und Sie können dann die Werte sich anschauen und können dann eine Abrechnung darüber erstellen. Wird zum Beispiel Garagenparks, wo man sich so Boxen mieten kann, eine Garage mieten kann, um zum Beispiel irgendwas einzulagern. Oder Sie brauchen ein bisschen Platz, weil Ihr Lager gerade aus allen Nähten platzt und müssen vielleicht irgendwas bauen in den Lagerräumen oder ähnliches. Und darüber kann der Vermieter dann die Energie entsprechend abrechnen. Und natürlich das Thema Preisgestaltung kann auch direkt hinterlegt werden. Also auch hier der Preis je Kilowattstunde, um dann vernünftig abrechnen zu können. Ich habe hier mal auch zu dem Thema einen kleinen Screenshot erstellt. So sieht das zum Beispiel in der Software aus. Ich habe hier einen PV-Zähler, ich habe hier eine Einspeisung. Oben in der ersten Reihe rechts daneben habe ich zum Beispiel meinen Eigenverbrauch. Dieses ist also ein virtueller Zähler. Hier unten habe ich dann meinen Bezugszähler. Und jetzt habe ich hier als vierten Zähler, der wirklich physikalisch da ist, also neben dem virtuellen Zähler, hier habe ich als vierte Größe den Gaszähler, wo ich mir also auch den Energiebezug über meinen Gasanschluss dann entsprechend visualisieren kann und gegebenenfalls auch abrechnen kann, wenn ein Mieter dann zum Beispiel darüber Wärme bezieht. Auch hier gibt es eine Auswertung, die wir zeitgenau realisieren können. Hier haben wir zum Beispiel mal aus dem Jahr 2019 vom 5.12. eine Auswertung gemacht, wie war denn der Bezug aus dem öffentlichen Netz. Kann man hier sich hier schön den Graphen anzeigen lassen. Aber viel, viel wichtiger ist eigentlich hier unten unter Gesamt, wird dann natürlich auch addiert, was habe ich denn in diesem Zeitraum, den ich hier oben eintragen kann, wie viel Energie habe ich denn da tatsächlich, ja, in diesem Fall aus dem öffentlichen Netz bezogen. Auf der anderen Seite dazu ganz schön unseren Einspeisezähler. Und wenn man die beiden Kurven jetzt mal übereinander legen würde, dann würde man genau sehen, hier zwischen, ja, ich sag mal 9 Uhr ungefähr, bis kurz nach 12, vielleicht 13 Uhr hat die Sonne geschienen. Dadurch haben wir keinen Bezug gehabt, aber wir haben eben Energie erzeugt, beziehungsweise in diesem Fall haben wir hier eingespeist. Ja, dann haben wir noch eine Umfrage vorbereitet zum Thema MID, Herr Henning. Genau, die starte ich doch einmal. Und dann würde ich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitten, einmal abzustimmen. Muss ich einen MID-Zähler zur Stromabrechnung einsetzen? Nein, ein nicht zertifizierter Zähler reicht. Oder ja, sonst kann die Ordnungswidrigkeit 50.000 Euro betragen. Da würde ich Sie bitten, einmal eine Auswahl zu treffen. Gebe Ihnen noch ein paar Sekunden Zeit. Schließe die Umfrage in 5, 4, 3, 2, noch ganz schnell das letzte Kreuzchen setzen, 1. Und dann schauen wir mal auf das Ergebnis. 16% sagen nein, ein nicht zertifizierter Zähler reicht aus. Und 84% sagen ja, sonst kann die Ordnungswidrigkeit bis zu 50.000 Euro betragen.
Der Großteil hat richtig gelegen in diesem Fall. Zertifizierung, MID-Zulassung, sehr, sehr wichtig. Wenn Sie einen Zähler einbauen, worüber abgerechnet wird, muss dieser Zähler MID-zertifiziert sein. Was ist die MID überhaupt? Die MID ersetzt im Bereich des Haushalt, Gewerbe und der Leichtindustrie die frühere oder die bisherige Regelung der Eichung. Ne? Viele reden über, ist der Zähler geeicht oder ist er nicht geeicht? Das gibt es im Prinzip so nicht mehr. Das ist jetzt über die MID geregelt. Und zwar seit 2013 ging das los und seitdem müssen die Zähler MID-zertifiziert sein. Und das wurde, oder die Übergang gab es bis 2016 und die müssten alle getauscht werden. Das heißt, wenn irgendwo ein Zähler verbaut ist, der weder zertifiziert noch geeicht ist, darf dieser nicht zur Abrechnung genutzt werden. Wie sieht so eine MID-Zertifizierung aus? Auf jedem Zähler haben wir erstmal das CE-Zeichen drauf, damit es überhaupt in den Verkehr gebracht werden darf, dieses Produkt. Dann haben wir die Kennzeichnung mit dem Jahr des Inverkehrbringens. Das heißt, diese MID wurde 2018 in Verkehr gebracht. Und dann gibt es eben noch eine Identifikationsnummer der Prüfstelle. Das heißt, in welcher Prüfstelle wurde dieser Zähler geprüft, damit er eben die MID-Zertifizierung bekommt. Die MID-Zertifizierung läuft ab. Das heißt, wenn ein Zähler 8 Jahre lang in Betrieb war, muss dieser Zähler entweder ausgetauscht werden, das ist Variante 1, oder aber der Zähler oder die Zulassung kann verlängert werden. Das heißt, der Zähler müsste tatsächlich zu einer Prüfstelle eingeschickt werden. Der Zähler würde kontrolliert werden, überprüft werden und dann kann man ihn nachzertifizieren lassen. Wenn Sie, bei einem Zähler macht das keinen Sinn, den nachzertifizieren zu lassen. Eine Zertifizierung ist sehr, sehr teuer. Wenn man natürlich eine große Menge an Zählern in einem Objekt hat, kann das durchaus Sinn machen. Dann muss man auch nicht zwangsläufig alle Zähler nachzertifizieren lassen, sondern dann reicht es aus bei einer gewissen Stückzahl, dass Sie ein paar Geräte einschicken. Diese Geräte werden dann überprüft und dann würde diese Zertifizierung entsprechend ausgerollt werden können auf die anderen Geräte. Und wie gesagt, nach § 25 des Deutschen Eichgesetzes darf die Abrechnung eben nur erfolgen, wenn der Zähler geeicht, / eine MID-Zulassung hat. Und da hat sich tatsächlich der Fehlerteufel in der Umfrage eingeschlichen. Ich glaube, ich habe eben 50.000 Euro gehört. In diesem Fall, es sind 10.000 Euro oder es kann bis zu 10.000 Euro Strafe kosten, wenn man über einen nicht zertifizierten Zähler abrechnet. Also ganz wichtig, die Frage an den Kunden, möchtest du mit diesem Zähler abrechnen, ja oder nein? Möchte er abrechnen, stellt sich gar nicht die Frage, ob er zertifiziert ist oder nicht. Er muss zertifiziert sein, sollte er damit nicht abrechnen möchten, können Sie natürlich jeden auch nicht zertifizierten Stromzähler oder überhaupt Zähler einsetzen. Das gleiche gilt auch für Gas- und Wasserzähler, Wärmemenge und so weiter. Sobald abgerechnet wird, brauchen Sie eben die entsprechende MID-Zulassung. Ja, dann haben wir noch eine weitere Umfrage. Genau. Gleiches Prinzip, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Einmal entscheiden, die Aussage, mein Zähler schreibt die Rechnung selbst. Ist diese Aussage so zutreffend? Wenn Sie sagen ja, dann klicken Sie einmal ja an. Und wenn Sie sagen nein, dafür wird ein Controller benötigt, dann wählen Sie einfach mal die Antwort 2. Ich gebe Ihnen auch wieder eine gewisse Zeit, nochmal kurz drüber nachzudenken. Ist ja so ein bisschen zusammenfassend über den Vortrag, den Sie jetzt gerade gehört haben. Eine abschließende Aussage. 5 Sekunden haben Sie noch Zeit. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schauen wir uns doch mal das Ergebnis an. 17% sagen ja und 83% sagen nein. Dafür wird ein Controller benötigt.
Ja, die Umfrage ist eindeutig. Ja, wir brauchen in dem Fall, wenn Sie nicht händisch schreiben wollen, den Controller, ganz genau. Ja, mit der Präsentation werden wir soweit durch und Sie haben jetzt die Möglichkeit, gerne Ihre Fragen zu stellen zum Thema Zähler, KfW, EEG und so weiter. Gerne die Fragen über den Chat stellen. Sehr gut. Ja, Herr Krause, Herr Otte, erstmal vielen Dank für den wirklich interessanten Vortrag. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zumindest erkennt man das an der Anzahl der Fragen, die schon reingekommen sind. Gleichzeitig natürlich noch die Ermunterung. Schreiben Sie sehr gerne gut noch weiter die Fragen rein. Wir werden jetzt parallel schon mal beginnen, das abzuarbeiten. Und ich würde einfach die erste Frage vorlesen und Sie können ja dann selber entscheiden, ja, wer die Frage sozusagen beantwortet. Also die erste Frage, die reingekommen ist, kann die Zählerauslesung mit Visualisierung auch über den MiniSafe 2 erfolgen? Oder geht es nur mit dem PowerSafe und dem WeButler? Stand heute, und das ist das, was ich jetzt gerade sagen kann, aktuell noch nicht, aber das heißt, es ist nicht, dass es ausgeschlossen ist. Genau. Sehr gut. Und also auch dazu, ja, folgen Sie uns auf den Kanälen. Wir informieren natürlich auch immer über Erweiterungen unserer Produkte. Und wenn dann solche Themen wie eine Zählerauswertung oder Ähnliches in die Geräte mit reinkommen, werden wir natürlich darüber informieren. Einfach gespannt sein. Sehr gut. Ein vorsichtig optimistischer Blick in die Zukunft. Gut formuliert. Sehr schön. Frage Nummer 2. Braucht das Gateway eine Internetanbindung, um die Zählerstände anzuzeigen? Was tun, wenn kein Mieter sein Internet zur Verfügung stellen möchte? Ja, die Frage ist immer, wo das Ganze, also das Gateway das visualisiert. Also erstmal sind die Daten, wenn wir zum Beispiel auf den Safe als Gateway gehen, in dem Gerät. Das heißt, wir brauchen nicht zwingend einen Internetanschluss. Wir müssten eine Netzwerkstruktur haben im Gebäude, worüber man dann auf die Daten des Servers zugreifen kann, wenn wir diese Daten zur Verfügung stellen. Ansonsten gibt es auch den Server zum Beispiel in einer GSM-Variante, beziehungsweise ich würde einfach dazu raten, ich würde einen LTE-Router im Keller direkt in der Nähe des Servers verbauen und bei, weiß ich nicht, ein 10-Familienhaus oder so sind die 10 Euro im Monat, die dann anfallen an Kosten, um die Daten ins Netz zu bekommen, glaube ich, überschaubar. So könnte man das lösen. Genau. Man, also ist ja auch schwierig, dass man dann zum Beispiel einem Mieter sagt, du musst jetzt dein Internet zur Verfügung stellen. Da würde ich auch persönlich als Mieter sagen, nee, das machen wir nicht. Dann nehmen wir lieber einen LTE-Router. Sehr gut. Frage Nummer 3. Ist PRCD auch für frequenzgeregelte Pumpen geeignet? In Klammern Typ F? Fragezeichen. Kann ich also nicht beantworten. Kann ich auch nicht beantworten. Diese Frage müssen wir mitnehmen. Ja. Genau, klären wir gerne im Nachgang. Ja. Ja, gerne. Gar kein Problem. Also wie gesagt, genau. Wir haben ja die Kontaktdaten und würden dann ja, die Frage im Nachgang gerne auch per E-Mail beantworten. Also genau. Gar kein Problem. Dann würde ich sagen, switchen wir einfach zur nächsten Frage. Wie wird bei den RCDs, bei den mobilen Zählern sichergestellt, dass eine vorgelagerte RCD nicht mit auslöst? Ja, es sind PRCDs mit einem Auslösestrom von 10 mA. Das heißt, dort sollte in der Regel zu den vorgeschalteten FIs definitiv eine Selektivität vorhanden sein. Sehr gut. Kurz und knackig, wie gesagt, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, falls da noch Nachfragen bestehen zu den gestellten Fragen, dann gerne nochmal in den Chat. Wie gesagt, wir sind so lange für Sie da, bis jede Frage auch wirklich beantwortet ist und die Fragen, die wir vielleicht nochmal einem Kollegen stellen müssen, gar kein Problem, die beantworten wir dann einfach im Nachgang. Völlig in Ordnung. Frage Nummer 4. Wird es auch einen EHZ-Zähler von Eltaco geben? Ist nicht geplant. Ist nicht geplant. Sehr gut. Ja, ich glaube, da haben Sie schon was zu gesagt, aber vielleicht nochmal zur Verdeutlichung. Wie lange ist die Eichheit der Zähler? Wann müssen diese getauscht werden? Nach 8 Jahren, genau. 8 Jahre nach der, also wenn ich ihn jetzt zum Beispiel dieses Jahr 2021 in Betrieb nehme, würde 2030, also
ab 2022 läuft es im Prinzip und ab 2030 muss der Zähler spätestens getauscht werden. Sehr gut. Die Frage bezieht sich ein bisschen auf den zweiten Teil des Vortrages. Darf ich datenschutzrechtlich die Tagesverläufe überhaupt darstellen? Warum nicht? Es gibt keine Richtlinie, die mir bekannt ist, wo drin steht, dass es verboten ist. Okay, sehr gut. Dann ist das ja auch eine Beantwortung der Frage. Aber auch da, das kann man natürlich immer mit dem Mieter oder ja, mit demjenigen, der die Energie bei mir kauft, klären. Wir müssen die Verläufe nicht speichern. Also wir können natürlich diese Speicherung der Verläufe ausschalten und die ist im Auslieferungszustand auch ausgeschaltet. Das heißt, wir müssen sie bewusst aktivieren, damit man diesen Verlauf dann bekommt. Und von daher, ja, wie gesagt, muss man nicht. Keine Frage. Sehr gut. Ja, das Interesse ist weiterhin groß. Es sind noch einige Fragen reingekommen. Wir gehen mal über zur nächsten. Wie zähle ich in dem Zeitraum der Zähler-Nachzertifizierung? Mit einem Zähler, mit einem MID geeichten Zähler. Ja. Ja, genau. Da muss ich ein Austauschgerät zur Verfügung stellen in dem Zeitraum. Okay, sehr gut. Nächste Frage. Der natürlich auch wieder zugelassen sein muss. Sehr gut. Der Hinweis sei natürlich noch gestattet. Hat Eltaco auch Zähler mit KNX-Schnittstelle? Nein. Wir haben S0, RS485 auf Enocean-Protokoll, also das Enocean-Protokoll auf dem ERS-485-Bus. Und mit dem S0-Zähler kann eigentlich in jedes System, egal ob es KNX oder welche Systeme sonst noch so unterwegs sind, Gebäudeleittechnik und so weiter, gibt es eigentlich immer S0-Sammler, wie wir ihn auch haben, um eben diese einfache Schnittstelle dann auch in das Gebäudesystem mit zu integrieren, um die Verbräuche dort anzeigen zu lassen oder irgendwelche Aktionen darüber auszuführen. Da S0 hat eigentlich jeder, gibt es immer irgendwelche Gateways. Sehr gut, ja. Zum RS-485 kommt auch die nächste Frage gerade rein. Können die Zähler mit RS-485-Schnittstelle als Blackout-Schutz für Wallboxen verwendet werden? Kann ich nicht beantworten. Machen wir gerne im Nachgang. Machen wir gerne im Nachgang. Sehr gerne. Ja, die Frage war mir eigentlich relativ klar, dass die kommt. Ich weiß nicht, ob Sie da was zu sagen können. Was sind denn so grob die Kosten für ein Starter-Set? Naja, ein Starter-Set ist immer schwierig. naja, was brauchen wir? Wir brauchen Zähler, wir brauchen im Zweifelsfall ein Funkantennenmodul und irgendeine Visualisierung. Ein V-Butler liegt bei 500 Euro grob, ein Funkantennenmodul liegt ungefähr bei 100 Euro und der passende Zähler dazu. Michael, hast du es im Kopf, den RS-485-Zähler? Über Daumen würde ich sagen 125 Euro. Ja, also ungefähr bei 700 Euro in einer kleinen Variante ist natürlich der Anteil der Visualisierung sehr groß. Wenn wir es über die App machen, wenn wir es natürlich über die Energieverbrauchsanzeige machen, die ist ja wesentlich günstiger, dann ja die Energieverbrauchsanzeige liegt wahrscheinlich irgendwie so bei 80, 90 Euro und dann sind wir wesentlich günstiger. Aber gerne, wenn Sie Anfragen haben, dann machen wir Ihnen gerne für Ihre Anforderung ein individuelles Angebot. Sehr gut. Dort ja. An der Stelle einfach wirklich an die Kollegen bei Ihnen in der Region, an die Kollegen wenden und dann läuft das. Perfekt. Ja, zwei Fragen haben wir aktuell noch. Wie gesagt, Sie können gerne auch noch nach wie vor die Fragen in den Chat schreiben, wenn jetzt durch das Gespräch noch Fragen aufgekommen sind. Eine der beiden Fragen lautet, ich möchte für KfW 40 plus 20 Drehstromzähler von Eltaco visualisieren. Was benötige ich außer den Zählern, wenn ich mit dem V-Butler arbeiten möchte? Wenn es ein RS-485-Zähler ist, das Funkantennenmodul, das FRM-14 und ein FBA. Oder eben, wenn es S0-Zähler sind, ein Sammler und auch ein Funkantennenmodul. Genau, aber auch da sprechen Sie uns gerne einfach direkt an und dann machen wir individuell ein Angebot und eine Artikelaufstellung. Genau. Genau.
Perfekt. Ja, die letzte Frage zielt immer so ein bisschen auf die Eichheit und auf den Austauschzeitraum hin. Wenn ein Zähler gelagert wurde, zum Beispiel vor 2020, ist die Zeit dann auch schon verfallen oder beginnen die Jahre dann erst, wenn man ihn benutzt sozusagen? Nein, es zählt die Zeit von der Abnahme, das heißt das, was auf dem Gerät aufgebracht ist, die Zertifizierungsnummer, kann ja noch mal einmal zurückgehen. Sieht man die Präsentation noch? Ja, sieht man. Genau. Auf der Präsentation, hier sieht man dieses CE M18 und es zählt in diesem Fall die 18. Egal, ob der 5 Jahre im Lager gelegen hat oder nicht, das ist das Jahr, welches zählt für die MID-Zulassung. Genau, aber so wie du es hier auch unten beschrieben hast, plus ein Jahr für das Inverkehrbringen. Genau. Ne? Genau, also, das hatte ich ja vorhin angedeutet mit dem, ich baue ihn dieses Jahr ein, ab nächstes Jahr wird es dann entsprechend zählen. Genau. Sehr schön. Ja, ich sehe jetzt keine offenen Fragen mehr. 5 Minuten haben wir überzogen, aber das machen wir natürlich sehr gerne, wenn das Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer so hoch ist wie bei dem heutigen Webinar. Ja, Kompliment an dieser Stelle. Herr Otte, Herr Krause, wirklich sehr interessant. Vielen Dank für den Vortrag, für das offene Beantworten der Fragen. Die beiden, die offen geblieben sind, die beantworten natürlich gerne im Nachgang. Und ja, vielen Dank auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die zahlreichen Fragen, für die wirklich rege Teilnahme. An dieser Stelle, bevor Sie jetzt alle das Webinar verlassen, nochmal kurz der Hinweis auf unsere Feedback-Umfrage, die sich automatisch öffnet, wenn Sie das Webinar jetzt schließen. Gerne nehmen Sie sich die Minute Zeit, es sind nur 2, 3 Fragen, um uns und der Firma Eltago ja, so eine gewisse Rückmeldung zu geben, so ein gewisses Feedback, was ist gut gelaufen, was können wir verbessern, einfach für die kommenden Webinare, um das zu optimieren. Ja, da kommen im Fragenfenster noch 3 Hinweise. Vielen Dank, toller Vortrag. Vielen Dank, super. Dankeschön, war sehr gut. Das will ich natürlich gerne an Sie beide weitergeben. Das Kompliment Dankeschön. Für einen guten Start in den Tag hört man das doch immer sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bei uns haben die Referenten immer das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal, weise nochmal darauf hin, dass wir ab nächster Woche das Thema Licht so ein bisschen in den Fokus rücken. Haben da einige Webinare zum Thema Licht. Schauen Sie gerne auf unsere Homepage und auf unseren sozialen Medien mal vorbei. Und dann, ja, wäre es cool, wenn wir Sie auch dort begrüßen dürften. Und ich würde sagen, Herr Otte, Herr Krause, jetzt haben Sie noch das abschließende Wort und ich wünsche schon mal eine schöne Restwoche. Ja, Dankeschön. Ja, also Zähler ist bei uns ja immer ein großes Thema. Ich hoffe, wir konnten hier so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auch was die eine oder andere Sonderanwendung angeht oder diese Mieterstrommodelle. Sollten dort Fragen auftauchen, fragen Sie uns wirklich einfach direkt in der Region diejenigen Ansprechpartner oder wie hier auch schon abgebildet, dann unsere technischen Hotlines. Und ja, Stefan. Ja, es wurde alles gesagt. Vielen Dank. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Wirklich, habe mich sehr gefreut und vor allen Dingen auch die tollen Fragen. Und ja, eine schöne Restwoche und bis bald. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.